In meinem letzten Video sprach ich ja über die Tasche mit den vielen Fächern. Aber nicht nur Taschen müssen bei mir viele Fächer haben, sondern zum Beispiel auch Portemonnaies. Und das zeige ich jetzt einmal. Dieses hier ist mein Portemonnaie, aus dem ich eigentlich wenig direkt bezahle. Denn da sind eher die Karten drin, wie die Bankkarte oder die Lottokarte, Personalausweis. Oder auch hier für den Bus das Ticket. Naja, ein bisschen Geld ist da auch. Und der Impfausweis. Also da habe ich schon einiges drin. Und deswegen sind Fächer für mich auch sehr wichtig. Viel wichtiger ist aber mein Geldportemonnaie, was ich hier zeige, was auch mehrere Fächer hat. Guck mal, hier vorne, hier oben und hier. Und überall sind zum Beispiel hier sind Pfennige drin oder hier sind Groschen drin und hier oben sind die Markstücke und Scheine drin. Na, ich versuche das jetzt mal vorzuführen. Guck mal, wenn ich das jetzt aufmache, dann kommen die natürlich jeweils diese einzelnen Sachen aus dem entsprechenden Fach raus und so kann ich dann jede beliebige Summe, zum Beispiel 17,23 € innerhalb weniger Sekunden genau abzählen. Ja, der Vorführeffekt ist immer etwas schwierig zu demonstrieren, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Also innerhalb weniger Sekunden habe ich jeden Betrag und popel da nicht so lange rum wie die alten Omas, die dann immer gucken, ah, habe ich denn noch einen Groschen hier und habe ich doch noch was? Ah, nee, habe ich doch nicht. Nee, nee, das geht bei mir ganz easy.